Moin und Namaste. Ich bin Kerstin von Vatten Yoga und ich freue mich, dass du wieder hier bei mir auf der Matte gelandet bist. Heute auf einer, wie ich finde, wunderschönen Löwenzahnwiese. Ich habe euch heute einen kleinen Mandala-Floh mitgebracht. Mandala-Floh, da drehst du quasi Kreise auf deiner Yogamatte und wir schauen mal, wie das funktioniert. Es ist auf jeden Fall für Anfänger geeignet. Wenn du einmal die Bewegung drin hast, dann kannst du diesen Flow wunderbar genießen. Also, hopp auf die Matte und los geht's. Wir starten heute im Vierfüßler. Komm erstmal auf die Matte. Knie unter deinen Hüften aufgestellt. Die Füße sind die Verlängerung der Unterschenkel. Finger weit aufgefächert. Saug dich an deiner Matte fest wie ein kleiner Gecko an der Wand. Bauchnabel zieht nach innen, dein Blick geht nach unten. Schließ noch mal kurz die Augen und beginne ruhig und gleichmäßig zu atmen. Lass frische Luft in deine Lungen strömen und das alte, verbrauchte durch deine Nase heraus. Spüre deine Hände, deine Knie und die Rückseiten deiner Füße auf der Matte. Und atme gleichmäßig ein und wieder aus. Und dann öffne langsam deine Augen. Und beginn erstmal mit deinen Händen so ein bisschen zu laufen, wie du es aus dem herabschauenden Hund kennst. Wir lockern ein bisschen unsere Handgelenke auf und werden sie gleich auch noch dehnen. Einfach ganz locker die Hände auf und ab bewegen. Und jetzt lässt du die Fingerspitzen nach außen zeigen, zur Mattenkante. Und dann schaukeln wir ganz in ganz kleinen Bewegungen hin und her. Und dann bring deine Fingerspitzen Richtung Körper. Und auch hier ganz sanfte Bewegungen vor und zurück. Eine intensive Dehnung für deine Handgelenke. Und dann setz dich einmal auf deine Fersen. Schüttel deine Hände nochmal aus. Schüttel deine Schultern aus. Mach alles locker. Und dann kommen wir wieder in den Vierfüßler. Und wir beginnen. Einatmen, kommen wir in ein Hohlkreuz, in die Kuh. Dehn deinen Brustkorb auf, dehn deinen Bauch auf. Deine Brust, dein Blick kommt nach oben. Ausatmen, komme in einen Katzenbuckel. Kinn zieht zur Brust, Hände pressen fest in die Matte hier. Dehne deinen Rücken. Einatmen, komm wieder in die Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, Kuh. Ausatmen, Katze. Einatmen, neutrale Position. Und dann stülpe deine Zehen um und schieb dich langsam nach oben in den herabschauenden Hund. Und jetzt dürfen deine Füße auf der Stelle wandern. Ich
Dehne sanft deine Muskulatur. Zieh auch deinen Rücken einmal in die Länge. Das kannst du tun, indem du beide Knie beugst und dich fest nach hinten schiebst, deinen Bauch auf deinen Oberschenkeln ablegst. Und dann lass deinen Blick zwischen deine Hände wandern und komm in kleinen Schritten nach vorn zum Mattenanfang. In die ganze Vorbeuge. Du kannst gern noch deine Knie ein bisschen gebeugt lassen, Hände auf die Matte und dann zieh deine Stirn Richtung Knie. Einatmen, halbe Vorbeuge. Bauchnabel zieht nach innen, Schultern ziehen weg von den Ohren. Rücken ist gerade. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, wieder tief. Noch einmal so einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen, geht nochmal tief in die ganze Vorbeuge hinein. Und dann atme ein, komm auf die Fingerspitzen. Und beim Ausatmen setzt du deinen linken Fuß in einem großen Schritt zurück auf die Matte und wir kommen in den tiefen Ausfallschritt. Fingerspitzen zur Matte, wenn dir das nicht gelingt, hol dir gern dicke Bücher oder Blöcke, dass du den Boden zu dir heranholen kannst. Und dann wendet sich dein Blick nach vorn. Mach kleine Vor- und Rückwärtsbewegungen ganz sanft. Dehn deine Hüfte sanft auf. Und dann strecke dein vorderes Bein. Wir kommen in eine Variation des Dreiecks. Atme ein, komm auf die Fingerspitzen aus. Atme, zieh deine Stirn wieder Richtung Knie. Komm in eine Dehnung. Und dann lass uns wieder fließen. Einatmen, tiefer Ausfallschritt. Beug dein vorderes Bein. Ausatmen. Streck dein vorderes Bein, Stirn Richtung Knie. Noch zweimal so. Einatmen, komm nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen, komm nach vorn. Ausatmen, gehe tief. Noch einmal. Einatmen, nach vorn. Ausatmen, gehe tief. Einatmen, komm nach vorn. Tiefer Ausfallschritt. Setz deine linke Hand am linken Mattenrand auf und dein rechter Fuß wandert nach rechts. Deine Zehenspitze zeigt nach außen. Deine rechte Hand kommt auf deinen rechten Oberschenkel und dann leg mal dein Knie ab. Zieh deinen hinteren Fuß quer oder leg ihn auch auf der Matte ab und dann dehn erstmal hier deine Hüfte auf. Wenn du magst, kannst du deinen Arm auch nach hinten ausstrecken und deinen Brustkorb noch mit dazu nehmen. Atme ein und ausatmen, komm zurück. Hol deinen Fuß zurück und dann drehen wir uns zur linken Seite hin und kommen ins Skandhasana. Das heißt, du beugst jetzt dein linkes Bein, ziehst deinen rechten Fuß flex, setzt die Hände auf. Eine intensive Dehnung in deinem rechten Bein. Atme nochmal ein, ausatmen, krabbel mit deinen Händen wieder nach vorn zum Mattenanfang. Skandhasana auf der rechten Seite, dein rechtes Knie ist gebeugt. Halte kurz. Atme ein und ausatmen, kommst du nach hinten zum Mattenende in den tiefen Ausfallschritt. Dein Blick geht wieder nach geradeaus und wir pendeln erstmal wieder so ein bisschen hin und her. Und dann streck dein linkes Bein, atme ein, ausatmen, bring die Stirn Richtung Knie, halte hier erstmal. Yeah.
Einatmen, komm in den tiefen Ausfallschritt. Wir wiederholen wie auf der anderen Seite. Ausatmen, Dreieck. Einatmen, tiefer Ausfallschritt. Ausatmen, Dreieck. Ein letztes Mal einatmen, komm nach vorn. Ausatmen, schieb dich zurück. Einatmen, komm wieder in den tiefen Ausfallschritt. Rechte Hand zur Mattenkante, linker Fuß nach links gestellt. Linke Hand auf deinen Oberschenkel und dann leg dein Knie ab, zieh deinen Fuß ein bisschen quer und schieb dein Bein nach außen. Dein Blick geht nach hinten und wenn du magst, kannst du auch deine linke Hand nach hinten ausstrecken. Ziemlich windig heute. Einatmen hier. Ausatmen, komm nach vorn, dreh dich nach rechts und komm jetzt ins Skandhasana wieder. Auf der Mattenrückseite. Streck dein Bein aus, zieh deinen Fuß flex. Oberkörper ist gerade. Wenn du magst, kannst du auch die Hände vors Herz nehmen, wenn du gut ausbalanciert bist. Und dann krabbeln deine Hände wieder zum Mattenende. Du ziehst deinen rechten Fuß flex. Auch hier kannst du die Hände vors Herz nehmen und dich aufrichten. Einatmen nochmal hier, ausatmen, komm nach vorn zum Mattenanfang, tiefer Ausfallschritt, schau nochmal nach vorn und dann kommen wir zurück in den herabschauenden Hund. Einen Atemzug hier. Ausatmen. Einatmen, komm nach vorn in die Planke, in den Liegestütz und dann lass deine Hüfte langsam absinken. Aber deine Füße bleiben aufgestellt und dann geh noch ein bisschen tiefer, roll die Schultern zurück. Dein Blick geht nach oben, wir dehnen einmal unsere Vorderseite auf, unseren Bauch, unsere Brust. Und jetzt aktivier deine Bauchmuskulatur und schieb dich von hier aus wieder zurück in den herabschauenden Hund. Tritt noch mal kurz auf der Stelle. Und wir wechseln die Seiten. Komm wieder nach vorn zum Mattenanfang auf deinen Weg. Ganze Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, gehe tief, vielleicht jetzt mit gestreckten Beinen, Stirn zu den Knien. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, tief. Einatmen. Dein rechter Fuß tritt zurück, tiefer Ausfallschritt, du schaust nach vorn. Pendel ein bisschen hin und her, atme ein und dann schieb dich nach hinten ins Dreieck. Ausatmen, einatmen, komm nach vorn, ausatmen nach hinten, einatmen, komm nach vorn. Ausatmen nach hinten. Einatmen, komm nach vorn. Lass deinen Fuß nach links wandern, deine rechte Hand nach rechts. Atme ein, bring den Arm jetzt nach oben, leg dein Knie ab, dreh dich nach hinten auf. Halte kurz. Einatmen, komm nach oben, wander zurück in Skandhasana. Und diesmal kommen wir in eine mittelhohe Position. Das heißt, du beugst dein rechtes Bein, das linke ist gestreckt. Dein Fuß presst fest in die Matte. Dein Oberkörper ist in einer halben Vorbeuge, Bauchnabel aktiviert und dann streck deine Arme aus. Gehe tief. Einatmen, komm nach oben, ausatmen, andere Seite, Mattenanfang wieder.
Einatmen, komm nach oben, ausatmen, tiefer Ausfallschritt am Mattenende. Komm wieder in Bewegung hier rein. Und dann atme ein, dehn dich nochmal auf, ausatmen, Dreieck. Einatmen hier, ausatmen, Dreieck. Einatmen, komm nach vorn, ausatmen, Dreieck. Einatmen, komm nach vorn, linke Hand zur Mattenseite, rechter Fuß zur Mattenseite, leg dein Knie ab, atme ein, führe deine Hand oder deinen Arm zum Mattenende, auch dein Blick geht nach hinten. Nochmal einatmen und ausatmen. Komm nach hinten in Skandasana, in die halbe Position. Linkes Knie ist gebeugt, Bauchnabel aktiv, halbe Vorbeuge, Arme weit. Einatmen Mitte, ausatmen, Seitenwechsel nach rechts. Einatmen, Mitte, tiefer Ausfallschritt nach hinten oder jetzt zum Mattenanfang. Man verliert schon ganz die Orientierung. Und dann tritt von hier aus zurück in den herabschauenden Hund. Einen Atemzug hier und durch den Mund aus. Einatmen, roll dich in die Planke. Und dann senke langsam deine Hüfte ab, Füße bleiben umgestülpt, Schultern weg von den Ohren und du öffnest dich noch ein bisschen weiter nach vorn. Bauchnabel nach innen und schieb dich zurück in den herabschauenden Hund. Einen Atemzug hier. Und dann bringen die Knie zur Matte. Öffne sie weit, bring die Zehenspitzen zusammen, schieb dich nach hinten und wir kommen jetzt in die Pose des Kindes. Und dabei kannst du erstmal deine Stirn zur Matte bringen und dann deine Arme ganz entspannt neben deinen Beinen ablegen. Entspanne deine Schultern. Deinen Nacken und natürlich deine Hände und Handgelenke. Dann kommen deine Hände nach vorn wieder und du schiebst dich nach oben. Lass die Beine erstmal weit. Komm in den Fersensitz. Handflächen nach oben. Wir dehnen hier nochmal unsere Oberschenkel. Bring die Knie zusammen, setze die Hände auf hinter deinem Körper, also ungefähr auf Fußhöhe und dann löst du die Knie einfach so ein bisschen von der Matte und spürst eine Dehnung in deinen Füßen. Und ausatmen, setze ab. Dann komm mit mir gern in den Schneidersitz oder begib dich in Shavasana, wenn du magst. Sitze hier nochmal aufrecht, Hände zeigen nochmal nach oben und wir wollen die positive Energie dieses wunderschönen Ortes, dieser wunderschönen schönen Wiese in uns aufsaugen, nochmal so ein bisschen. Schließ nochmal die Augen.
Bei so einem Mandala-Flow muss man ja immer so ein bisschen aufpassen, dass man die Orientierung nicht verliert, weiß, auf welcher Seite man ist und den richtigen Weg zurückfindet. Und deswegen finde ich, so ein Mandala-Flow hat was vom richtigen Leben. Es geht nicht immer nur geradeaus und Schritt für Schritt. Nein, manchmal bewegen wir uns im Kreis, verirren uns, aber am Ende finden wir zurück. Lass uns nochmal gemeinsam tief einatmen. Öffne die Augen und atme ein. Bring die Arme weit über den Kopf gestreckt. Ausatmen, Hände zusammen und vor dein Herz. Noch zweimal so. Atme ein, Arme weit. Lass den Blick deinen Händen folgen. Ausatmen, Hände vors Herz. Und noch einmal so. Einatmen, Arme lang. Bring die Hände zusammen und zieh sie vor dein Herz. Das war sie, unsere kleine Mandala Flow Yoga Einheit. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt und kommst öfters hier auf die Matte, auf diese Wiese zurück. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Lass uns noch zusammen verabschieden. Das Licht in mir sieht das Licht in dir. Namaste.